dass ihr da seid. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Es war bei mir ziemlich viel los, aber irgendwie gar nichts Neues los in Sachen Beauty. Genau, ganz im Gegenteil. Darum geht es nämlich auch heute. Bei mir ist ganz viel aus meiner Schminksammlung rausgewandert. Und was genau und warum, das zeige ich euch jetzt. Erstmal habe ich hier wieder mein süßes Bambi, das meine leer gemachten Produkte enthält. Da wollen wir gar nicht lange drum rumreden. Ich zeige euch direkt, was ich aufgebraucht habe und zeige euch oder sag euch auch noch dazu, wie ich es fand und ob ich es wieder kaufen würde. Das erste ist tatsächlich aber eine Sache, die ich nicht selber aufgebraucht habe. Das ist nämlich dieses Deo hier von CD4Man. Das hat mein Freund aufgebraucht. Ich habe das aber hier drin. Erstens, weil er es ziemlich gerne mag und ich mag auch den Duft an ihm. Und weil ich die Flasche behalten will, also die ist hier so in meiner Sammlung drin mit den Sachen, die ich nochmal wiederverwenden will. Die kann man nämlich ganz leicht aufschrauben. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Deckel, der da drauf gehört, sondern ein anderer. Aber er passt auf jeden Fall, also ist von irgendeiner anderen Deo-Flasche. Und den will ich nochmal wiederverwenden, den Zerstäuber, um mir da selber ein Spray drin anzumischen. Und zwar ein selbstgemachtes Textilspray auf natürlicher Basis. Also falls ihr wissen wollt, wie ich das mache und wofür und wie überhaupt, könnt ihr ja mal Bescheid sagen, dann kann ich euch zeigen, wie das genau funktioniert. Aber dafür auf jeden Fall hebe ich diese Flasche auf. Das nächste ist was, das ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr schon ein paar meiner Videos gesehen habt. Das ist von Late Bear, die Guess My Age Tagespflege. Die riecht wunderbar zitronisch, also nach Zitrusfrüchten. Und die ist auch auf einer, ja, natürlichen Basis, also es ist im weitesten Sinne Naturkosmetik und die liebe ich sehr und das ist bestimmt jetzt schon die dritte Dose, die ich gemeinsam mit meinem Freund aufgebraucht habe, weil der die auch gerne benutzt. Dann das hier, ihr seht nicht doppelt, da hinten steht es tatsächlich nochmal, das ist das Make-up Mist von Lili Lolo. Da habe ich auch schon mal von erzählt, das ist eben ein Setting Spray für Make-up, das ist Naturkosmetik und das liebe ich sehr. Das hat zwar einen etwas gewöhnungsbedürftigen Duft, also es riecht sehr nach Kräutern und eben total nach Naturkosmetik, aber ich liebe das. Das sorgt dafür, dass das Make-up richtig lange hält und dass das Puder auf der Haut nicht so trocken aussieht, also dass das Gesicht schön natürlich aussieht, die Haut, und nicht so pudrig. Noch was, wo ich die Flasche behalten will, ihr erkennt ein Muster, das ist hier das Fresh Face Facial Wash von Evolve Organic Beauty. Ja, das ist so eine Probiergröße, die habe ich mal bestellt, um sie auszuprobieren und habe dabei aber nicht bedachtet, dass die eigentlich für ölige Haut ist. Ich habe halt eher trockene Haut, da ist das irgendwie dann kontraproduktiv, wenn ich Sachen für ölige Haut benutze. Aber ja, mein Freund hat sie dann netterweise aufgebraucht, weil es wäre ja sonst Verschwendung gewesen. Ja, vielleicht sollte er demnächst diese Videos machen, wenn er eh den Großteil der Produkte auch benutzt. Vielleicht frage ich ihn mal. Ja, ich glaube, ich hätte es gut gefunden. Es hatte keinen besonderen Duft. Aber auch wieder die Flasche, die habe ich schon geputzt. Die will ich auch für irgendwas verwenden, wenn ich demnächst wieder was selber mische. Ist einfach eine schöne Flasche, eine Braunglasflasche mit Pumpspender. Kann man gut gebrauchen. Ja, ich kann zur Wirkung nichts sagen. Sorry. Aber Evolve finde ich sehr spannend und die haben ja auch diesen Cleansing Balm, von dem ich auch schon mal geschwärmt habe. Also falls ihr ölige Haut habt und einen Facial Wash sucht, vielleicht ist das ja was für euch. Dann habe ich eine Mascara. Die ist nicht unbedingt leer, aber die hat halt ihr Haltbarkeitsdatum schon total überschritten. Das ist die Lash Princess Volume Mascara von Essence. Ja, da gibt es ja drei verschiedene Farben von. Das ist jetzt die orange Variante. Und die hat so ein Bürstchen hier. Die erinnert mich sehr an die Lancôme Hypnose Drama, falls die so heißt. Die hatte ich früher mal und die habe ich so geliebt. Ist aber halt mega teuer. Also die kostet das Zehnfache von der und ist halt auch nicht tierversuchsfrei. Essence schon. Ich fand, die ist ein guter Ersatz, aber die ist jetzt schon weit, weit über ihre 3 Monate hinaus und wird auch langsam trocken. Deswegen kommt die weg und ich finde, bei dem Preis ist das auch nicht so schlimm, wenn man sie nicht komplett aufgebraucht hat. Jetzt im Vergleich zu einer 30 € Mascara. Dann habe ich noch einen Liebling, also der ist ja nicht aufgebraucht, wie ihr seht, aber ist auch schon am Ende seiner Zeit angekommen. Das ist von Real Techniques, der
der hat irgendeinen tollen Namen, nehme ich den. Genau. Und ja, sollen wir kurz reingucken? Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich den Beauty Blender, den ich aufgebraucht hatte, oder den ich, ja, der auch am Ende war, wo ich ihn aufgeschnitten hatte. Und ja, fand ich sehr spannend, aber wir können ja jetzt einfach mal schnell zusammen hier reingucken. Hier ist die Schere. Jetzt bin ich gespannt, ob es da einen Unterschied gibt zum Beauty Blender. Ich schneide hier schon fröhlich vor mich hin. Jo. Ich habe schon gesehen, aber jetzt ihr. Sieht ein bisschen aus wie kleine Süßkartoffeln, findet ihr nicht? Ja, essen werde ich sie auf jeden Fall nicht, aber ist ja gut zu wissen, dass da nichts drin schimmelt, wenn man den über einen längeren Zeitraum benutzt. So, das waren jetzt die Sachen, die ich aufgebraucht habe. Jetzt zeige ich euch noch, was ich aus verschiedenen Gründen aussortiert habe. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte ja hier in meiner Acrylbox da hinten eine Schublade, wo ich letztes Jahr versucht habe, Sachen auszumisten. Da fehlt eigentlich auch noch ein letztes Update oder so ein abschließendes, ja, Video dazu. Das habe ich leider versäumt. Ja, weil ich nicht alles aufgebraucht habe. Das meiste, das halt übrig geblieben ist, das habe ich aber jetzt aussortiert. Und das ist dann entsprechend jetzt auch hier in diesem Video einmal zu sehen. Das waren zum Beispiel hier die Notoriously Morbid Liquid Lipsticks. Ich habe einen noch behalten, der noch gut roch und dessen Farbe ich mochte. Aber die anderen, die stinken inzwischen so nach Knete und die sind halt jetzt auch schon was älter. Und es sind halt auch nicht unbedingt meine Farben, deswegen muss ich die jetzt leider wegschmeißen. Nichtsdestotrotz empfehle ich die und würde die auch wieder kaufen. Aber ich habe einfach so viel und ja, kaufe sie deshalb jetzt erstmal nicht nach. Aber ich bin froh, dass ich sie ausprobiert habe, aber sie müssen halt jetzt weg. Hier an dem erkennt man, glaube ich, besonders gut. Der ist schon, der ist an einigen Stellen so ausgeblichen und verfärbt und setzt sich auch so unschön ab. Und das möchte ich einfach nicht in der Nähe von meinem Mund wissen. Und deswegen, ja, das ist mit den allen so, kommen die jetzt leider in Müll. Dann habe ich hier noch diesen kleinen Lipgloss von Bare Minerals. Das ist der Marvelous Moxie in der Farbe Spark Plug. Der war auch in meinem ja, Aufbrauchprojekt drin. Den habe ich auch gut benutzt. Also da ist höchstens noch ein Zentimeter Produkt drin. Aber der riecht inzwischen auch nicht mehr so wie am Anfang. Und der fühlt sich irgendwie auch nicht mehr so schön auf den Lippen an. Und das ist es mir einfach nicht wert. Deswegen kommt der leider weg. Dann hatte ich noch von NYX hier diese Soft Matte Lip Creams. Da waren, glaube ich, nur zwei in meinem Projekt, aber ich habe inzwischen alle aussortiert, weil auch die irgendwie sich verändert haben. Also die stinken inzwischen und die fühlen sich auch anders an auf den Lippen. Und ja, das zeigt mir einfach mal wieder. Ich habe so viele Farben gekauft, weil ich irgendwie eine davon toll fand und dann mussten es irgendwie auf einmal so viele sein. Und ja, jetzt habe ich den Salat, die sind schlecht geworden, bevor ich sie aufbrauchen konnte und das will ich nicht mehr. Deswegen versuche ich jetzt, meine Sammlung möglichst klein zu halten, damit ich alles, ja, in einer realistischen Menge halte. Dann habe ich noch die zwei hier von Essence. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie die hießen, weil das komplett abgerubbelt ist von der Verpackung. Und die gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Ich mochte die sehr gerne, die rochen sehr gut, also es sind halt auch so Lippenstifte und ich habe auch echt guten Fortschritt gemacht. Also hier ist wirklich nur noch der kleine Nupsi, den ihr hier seht, übrig. Aber ja, die sind auch jetzt schon so alt und der Deckel, der hält nicht so richtig gut. Und ich hatte die immer in der Tasche drin und hier sieht man das schon. Da sind dann irgendwie so Fussel dran und die sind ganz eklig und irgendwie, ja, das macht jetzt irgendwie nicht mehr so viel Freude, die zu benutzen, weil die voll mit Krümeln sind und voll mit allem möglichen Bäh. Und die will ich nicht mehr, die schmeiße ich jetzt weg. Noch ein paar Sachen, die ich wegschmeiße, dann kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen. Ja, ich habe einmal hier von Ilia Naturkosmetik den Lippenstift in der Farbe In My Room. Ja. Den hat ein ja, ein kleines Wesen in die Finger gekriegt und jetzt sieht er so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, der ist komplett abgebrochen und es sind auch ein paar Bissspuren drin und Fingerspuren. Oh. Ja, muss ich mehr sagen? Ja, also ich bin einfach nicht die Person, die jetzt noch die Muße hat, sich das in ein Töpfchen zu füllen und dann mit einem Lippenpinsel aufzutragen. Hallo YouTube, love you. Ja,
eine kleine Gastrolle. Wo war ich dran? Ja. Wenn ihr das macht, dann finde ich das ganz toll, aber es hat für mich irgendwie nicht so richtig den Wert. Verschenken kann ich den jetzt auch nicht mehr, wenn er so in diesem Zustand ist. Deswegen werde ich mich leider von dem verabschieden. Das ist sehr traurig, aber ich habe einfach andere Lippenstifte, die ich auch noch lieber mag. Also es war jetzt nicht mein Liebster, deswegen kann ich das so ein bisschen verschmerzen, nachdem ich jetzt schon einige Wochen sehr intensiv getrauert habe. Oh ja, dann noch was, das ich aufbrauchen wollte und was ich geschafft habe, da bin ich auch ein bisschen stolz. Das ist von NYX die Augenbrauen-Mascara in der Farbe Espresso. Und ja, die habe ich bis auf den letzten Tropfen aufgebraucht. Also es sieht zwar immer noch so aus, als ob da was rauskommt, aber da ist echt nicht... Also es überträgt sich nichts mehr auf die Augenbrauen, weil es einfach so trocken ist, dass nichts hängen bleibt. Ja, dann NARS. Habt ihr das mitgekriegt? Die waren ja ewig tierversuchsfrei und das war ganz toll. Und endlich mal eine Luxusmarke, die es ne, drauf hat und keine Tierversuche macht. Und jetzt irgendwie seit einem halben Jahr oder so verkaufen die in China. Das heißt, sie sind nicht mehr tierversuchsfrei. Voll ätzend. Hier seht ihr jetzt meinen Fortschritt in diesem kleinen Duo. Das ist der Laguna Bronzer und der Orgasm Blush. Bei dem sieht man jetzt nicht so den Fortschritt, aber ich kann auf jeden Fall sehen, dass ich da gut ein paar Millimeter abgetragen habe. Und hier ist halt schön hit the pan. Aber erstens, den Rouge mag ich gar nicht. Der ist irgendwie null pigmentiert. Den Bronzer hingegen habe ich sehr geliebt, aber der ist erstens alt, zweitens nicht mehr tierversuchsfrei. Drittens bin ich irgendwie so bockig auf NARS deswegen, dass ich den nicht mehr bei mir sehen will. Und deswegen... Tschö. Ja, dann habe ich ein Tool aussortiert, das schmeiße ich einfach weg. Die Wimpernzange ist von Primark und ich habe die damals gekauft, weil die so, das sieht so ein bisschen aus wie so Häschenohren, voll süß. Die waren noch mal rosa, sind inzwischen aber so verfärbt, dass sie schon fast beige sind. Und ich habe die geliebt, die biegt die Wimpern so toll, aber ich habe noch eine andere von Avril, also einer tierversuchsfreien Naturkosmetikfirma und irgendwie fühle ich mich mit der wohler als mit einer Primark Wimpernzange, wobei die von der Funktion toll war, aber einfach ne Primark und so ist halt nicht so nachhaltig und deswegen ja, die ist auch ausgenudelt, ich habe auch keinen Ersatzgummi, deswegen ja, trenne ich mich jetzt von der, weil ich habe ja Ersatz. Dann noch was, das war echt traurig. Ich habe hier so eine Mini Größe von dem Ink Liner von Kat Von D in Trooper. Und ich trage grundsätzlich eigentlich nie Eyeliner, außer heute. Und deswegen ist er bei mir super schnell ausgetrocknet, bevor ich ihn überhaupt zwei, dreimal benutzen konnte. Also ich habe ihn zweimal benutzt. Und der ist jetzt irgendwie komplett trocken. Das ist voll schade. Also ich habe mir überhaupt noch gar kein Bild machen können von dem. Kann deswegen keine Empfehlung aussprechen oder sonstiges. Ja, obwohl ja, kann ihn nicht empfehlen, weil er trocknet einfach mega schnell aus. Als letztes noch was, das war einfach Dummheit. Ich habe von Alverde den Lash Booster und das Overnight Koffein Serum gekauft für die Wimpern. Das soll den Zweck haben, dass die Wimpern wachsen und so gepflegt werden, dass sie halt nicht so schnell abbrechen, damit sie halt im Endeffekt länger werden. Weil ich lange Wimpern voll schön finde. Meine sind aber eher ein bisschen stummelig, deswegen versuche ich da nachzuhelfen. Und natürlich funktioniert das nicht. Also, ja, ich bin vielleicht auch nicht konsequent genug und habe es nicht morgens und abends gemacht, wie das hier vorgeschlagen wird. Oder weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, aber ach, war nicht klar. Jo, dann habe ich noch was sehr Lustiges, wie ich finde, das ich jetzt aussortieren werde. Das ist das. Erkennt ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, was man damit macht? Das ist ein Epiliergerät für Gesichtshaare. Ja, pretty steht da drauf. Das habe ich mal, ja, das habe ich mal bei eBay gekauft für 1 €. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall ist hier so eine Metallspirale, mit der man sich über die Gesichtshaut fahren soll, um den leichten Flaum, den man so hat, zu entfernen. Also dafür habe ich mir das geholt. Natürlich funktioniert das nicht. Ist jetzt irgendwer verwundert darüber? Ja, also es funktioniert nicht. Es ist eine nette Spielerei. Ein paar Härchen sind auch hängen geblieben, aber es zieht und es blöd und irgendwie hilft es nicht. Und ja, dann habe ich in diversen Handtaschen hier noch so Mini-Parfümproben gefunden von Düften, die nicht tierversuchsfrei sind. Die
kommen auch weg, weil die brauche ich nicht, die würde ich ja eh nie kaufen. Und diese winzige Pinzette habe ich auch gefunden. Die funktioniert auch nicht. Also die kommt auch weg. Ja. Dann weiter im Text. Dann habe ich noch einen Mini-Lippenstift von Hourglass. Man kann es schon nicht mehr lesen, ist komplett abgerubbelt, die Schrift. Das ist die Farbe Icon. Das ist so ein dunkles Rot. Ich finde den total süß, weil der einfach so mini ist und so süß und klein. Aber ich benutze den nie. Ich trage halt super selten roten Lippenstift. Ich habe aber irgendwie 5 Stück oder so. Dann brauche ich den nicht auch noch. Außerdem ist der alt und ich verwende ihn nie. Und er schmiert auch ein bisschen. Es ist irgendwie super schade. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass der gut für mich funktioniert. Aber das tut er nicht. Deswegen, ja, kommt er jetzt weg. Dann habe ich noch was von NYX. Das habe ich jetzt noch nicht sauber gemacht. Das ist hier die Konturpalette. Ja, falls ihr euch fragt, warum die vielleicht anders aussieht als bei euch, weil hier nur helle Farben sind und hier die dunklen. Ich habe die Position mal von denen getauscht. Ich glaube, dass... Ja, die beiden habe ich einfach getauscht, diese. Weil ich das irgendwie cool fand. Und irgendeinen Zweck muss es ja haben, dass man die Fändchen entfernen kann. Und ich benutze die einfach nicht. Ich benutze 2 Töne daraus. Oder vielleicht auch 3. Ja... Aber auch nicht so gern. Und ja, NYX gehört halt zu L'Oreal und irgendwie dann, ja, ich weiß nicht. Ich benutze sie halt einfach nicht. Ich habe aber 2 Freundinnen, die sie benutzen und wo auch schon einige Fändchen leer sind. Und vielleicht wollen sie sie ausschlachten und ihre wieder auffüllen. Ja, also es wird auf jeden Fall einem höheren Zweck zugeführt und nicht weggeschmissen. Aber ja, für mich war die irgendwie, hätte jetzt nicht sein müssen. Dann habe ich noch irgendwie 2 traurige Sachen. Das eine ist von Too Faced, ein Creme Rouge in der Farbe Sweet Pea. Das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Man kann, also das nennt sich Cheek and Lip Cream Color. Und man kann das halt auch für die Lippen benutzen. Und das sieht auch super schön aus. Aber wie ich eben schon mal gesagt habe, ich bin keine Person, die da mit dem Lippenpinsel hantieren will. Und ich trage auch kein Creme Rouge. Das ist irgendwie nicht so mein persönlicher Geschmack. Ist voll schade, weil die Farbe ist richtig schön, aber ich benutze es einfach nicht. Und das hat einfach dann keinen Sinn. Und das letzte Produkt, das ich aussortiere, ist auch von Too Faced. Und das ist dieses Soulmates Blushing Bronzer in der Farbe Carrie und Big. Ich bin kein Sex and the City Fan. Also ich habe das mal geguckt, aber ja, deswegen... ist mir die Farbbezeichnung jetzt auch nicht so wichtig. Die Farbe ist aber halt jetzt irgendwie auch nicht so. Also das ist ein super schönes Produkt. Das ist ein super butterweicher Bronzer und eine schöne Rougefarbe. Aber ich finde einfach, die sind mega schlecht pigmentiert. Also irgendwie ist mir da nicht genug... Ihr kommt mir einfach nicht genug bei rum, wenn ich das auftrage. Ich muss mega viel Bronzer drauf spachteln und dafür ist er einfach zu gelb. Also das sieht man dann irgendwie schon. Also es passt einfach nicht zu mir. Und der Rouge ist einfach nicht... Da kommt mir einfach nicht genug rum. Seht ihr irgendwas an meinem Zeigefinger? Nö. Also, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es gut für mich funktioniert, weil ich die Verpackung toll finde und weil ich auch auf Too Faced stehe. Aber auch die gehören halt zu einem Konzern, der Tierversuche macht. Es hat halt nicht für mich funktioniert und ich hätte es nur behalten, weil es irgendwie toll aussieht und von Too Faced ist und so. Aber das hat keinen Zweck. Ich benutze es nicht. Deswegen kommt es leider weg. Oh, jetzt habe ich euch hier meine Riesenwanne gezeigt mit den ganzen Sachen, die ich aufgebraucht habe oder die aus anderen Gründen meine Sammlung verlassen. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Genau, einfach zu sehen, was so los ist hier bei mir. Also was alles so jetzt rausgeht aus der Sammlung sozusagen. Es ist irgendwie voll krass, was für eine Masse. Also wie viel Geld auch einfach jetzt, ja, eigentlich verschwendet wurde von mir. Ja, vielleicht motiviert euch das, standhaft zu bleiben und euch jetzt nicht noch den 80. Lippenstift zu kaufen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich arbeite auch sehr daran. Danke auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Vielleicht verratet ihr mir auch mal, was ihr in letzter Zeit so aussortiert habt oder wie ihr, was ihr mit euren aussortierten Sachen macht. Also schmeißt ihr die weg oder gebt ihr die an Freundinnen oder was macht ihr damit? Vielleicht stellt ihr die auf Kleiderkreisel ein oder so. Erzählt mir das mal, ich würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!